Ey, du verdirbst allen hier die Partystimmung, Jess. Eifersüchtig? Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Guesthütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein! Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Okay. Netter Versuch. Nächstes Mal nehme ich die Kamera, okay? Na, okay, aber... Es ist doch gar nicht so leicht mit dem Ding. So rückwärts und vorwärts und alles gleichzeitig. Okay, dann los. Nichts wie ab zu der Hütte.
höre, es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Okay, mal sehen. Boom, sehr gut, Mikey. Da! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hit. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Absperrband. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt krieg ich Gänsehaut. Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Da war irgendwas. Ja.
Verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut! Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Ah! Oh, shit! Alles klar? Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Dann ist die ganze Bruchbude.